Ein wunderschönes Hallöle und willkommen zum ersten Let's Show. Ihr habt diesen Kanal nämlich Pokémon Y. Ja, heute am Release-Datum. Oder warte mal, ich hab's eigentlich schon seit gestern. Also, heute ist der 11. Also eigentlich seit heute. Ja, und ich stürze einfach mitten in den Kampf rein. Ja, falls ihr es merken solltet, dass es ein wenig verwackelt ist. Ich nehme es mit meinem Camcorder auf und der ist nun mal halt ein wenig verwackelt. Tut mir leid. Und hier haben wir schon zwei der neueren Pokémon gesehen, nämlich Vivillon und Rotena. Rotena mit ja, geilen Attacken und gegen ein Schlüpfer. Schön, oder? Ja, also die Audiospuren nehme ich jetzt hier nachträglich hinzu, weil ja, mein Camcorder nimmt halt keinen Sound auf, oder es klingt einfach doof, wenn ich mit dem Sound da aufnehme. Und ja. Da sieht man mich vielleicht im Hintergrund, ich kann nicht mit dem Camcorder aufnehme. Und ja, also guckt euch diese Landschaft doch mal an. Das ist doch echt krass. Ja, erzähle ich jetzt mal kurz mein Team. Mein Team besteht aus, ja, Mehikel. Das, was man schon eigentlich schon aus den ganzen Trailern oder so kennt. Dann halt Vivillon, das Käfer-Pokémon. Rutena, die Weiterentwicklung des Starters. Da Tignis, die Weiterentwicklung von Dartri. Und halt ein Schlock. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe schon ein wenig Rückenschmerzen, weil ich die ganze Zeit das halt aufnehmen und noch nebenbei spielen muss. Das ist ein wenig kompliziert. Ich hoffe, ihr nehmt das mir nicht übel. Ja, also ich hatte das jetzt eigentlich so ein wenig als Infovideo gedacht, weil ja, heute kam halt Pokémon Y und X raus. Ich habe mir natürlich Y gekauft, wie man vielleicht sieht. Okay, man hat eigentlich noch nicht wirklich einen Unterschied gesehen, aber egal. Ja, und mir hat das letztes Mal so gut mit den Infovideos gefallen, die einfach so sinnlos sind und keinen Sinn haben, indem ich einfach nur irgendwas zocke. Ja, geh einfach mal weiter. Ich wollte nämlich, hier liegt nämlich ein Relaxo rum. Für das Relaxo brauchen wir eine Pokéflöte, aber die haben wir jetzt bekommen. Ah, oh, da seid ihr ja wieder. Sag bloß, ich habe es geschafft, die Pokéflöte zu besorgen. Ja, haben wir. Hier hast du. Danke, du bist nicht der Einzige, der auf der auch spielen kann. Ihr könnt ja so aktiv wüten, wird und angreifen. Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Ich buche wieder den Händen rein, los geht's. Ja, also jedenfalls wirkt jetzt das Relaxo auf. Wir müssen gegen es kämpfen. Also heute kam halt Pokémon Y raus und der neue 2DS erscheint auch heute. Ja, die Weiterentwicklung also die Endentwicklung der Starter wurden bekannt gegeben. Also dass der Pflanzenstarter kriegt, also wird Pflanze Kampf, Feuer Psycho und Wasser Unlicht. Also interessante Kombos, die es bisher so für Starter auch noch nicht gab. Ich mag Vivillon. Das ist so richtig hübsch. Also es ist hübscher als die anderen Schmetterlinge, die es vorher gab, finde ich. Deswegen habe ich den eigentlich ins Team genommen. Und Relaxo ist eigentlich voll der Brocken. Voll der Brocken. Deswegen paralysiere ich ihn einfach mal, so einfach nur aus Spaß. Ah. Mir fällt gerade ein. Eigentlich wollte ich das mit Cam aufnehmen, aber das geht gar nicht. Weil ich meine, ich nehme ja nicht mit dem Computer auf, sondern ich nehme ja mit dem Camcorder auf. Naja, dann kommt halt diesmal keine Facecam zu Gesicht. Tut mir echt leid für euch, ihr Gesichtsfetischisten. Ja, ihr schon wieder. Ihr Verrückten. Ja, ihr. Hä? Was laber ich eigentlich? Ja. Auf jeden Fall. Pokémon Y ist bekannt. Jetzt ist raus. Und es macht einfach nur einen Gaul, weil die Grafik ist sowas von hammermäßig krass und geil.
Schon allein, wie das Relaxo dasteht, das ist doch einfach nur ein Hammer. Und ich habe eine Shiki genommen, weil man kann ja sich noch aussuchen, ob man Shiki, Bisasam oder Glumanda nimmt. Da ich aber schon Fynx genommen habe, lohnt es sich auch nicht wirklich für mich, dann Glumanda zu nehmen. Deswegen habe ich halt Shiki genommen. Ja. Ich hab meinen Shiggy Shiggly genannt, weil seine Schildkröte, also seine Kröte ist von Kröten, Schildkröten, versteht ihr? Das hat einen Schildkrötenpanzer auf dem Rücken, deswegen halt Schildkröte, Kröti, nicht Kröti, ah, ich wollte Schildi meine ich. Ja, ich bin selbst immer nicht verwirrt, also mich macht, ich habe heute erstmal abgedanced, als ich das in meinem Postkasten gesehen habe. Ja. Da sieht man meine Hand, hallo, hi. Ja, mein Bruder hat sich wieder aufgeregt, denn als er erfahren hat, dass ich ein Paket aufgerissen habe, wo sein Name drauf stand, weil ich habe keinen Amazon-Account, ich habe es bei Amazon bestellt und ich habe es bei meinem Bruder bestellt und ich bereue es, dass ich die Verpackung nicht weggeschmissen habe. Denn er hat rumgeschrien, hat irgendwie mit Konsequenzen oder so gesagt, aber das macht er jedes Mal so, deswegen macht mir eigentlich keine Sorgen. Weil mein Bruder ist am längeren Hebel. Nein, wirklich. Aber ich die ganze Technik, also WLAN-Kabel, WLAN-Buchsen und sowas bei sich drüben. Es ist doof, weil ich muss die Videos auch irgendwie hochladen. Und ja, das macht sich dann ein wenig doof. Naja, ich werde schon sehen, wie ich das hinkriege. Ja, also ich nehme es jetzt gerade am Freitagabend auf, falls es jemand interessiert. Falls nicht, habt ihr Pech. Was hattet ihr davon? Sollte ich mehr, also dich mehr von diesen, ja, 3DS-Spielen zeigen? Schreibt es mal in die Kommentare, es würde mich mal wirklich interessieren und ja, die Pokémon-Verrückten unter euch, ich weiß, da gibt es auch welche von euch draußen. Habt ihr es auch schon bestellt oder habt ihr es schon gekauft oder interessiert euch schon dafür? Es gibt ja manche, diese Verrückten, die halt sagen, ah nein, die erste Generation war die beste und die anderen sind alle scheiße. Kenne ich auch ein paar. Und fünfte, die war so grotten, die war so grottenschlecht. Ah, und die war grottig, ah, leck mich doch am Arsch. Ja, kenne ich auch welche. Die sich aufgeregt, so total verpixelt, das mag ich nicht, das wird noch gehen, immer nur bergab mit Nintendo. Aber nein, die haben sich hier für echt was ausgedacht und ich mag da Deaconess. Es ist einfach geil, ich meine, es ist Feuer, Flug, Vorentwicklung, Normalflug. Das ist einfach krass und Relaxo, geh rein, und es schlüpft raus. Das regt einen auf. Und ja, deswegen nimmt es schon mal eine Schwäche weg, nämlich die Bodenschwäche. Aber du kriegst natürlich auch Elektro, Eis dazu und Gestein wird dann halt vielfach schwächer, aber das ist das. Damit komme ich zurecht. Er fragt wahrscheinlich, der hat einen Dadignes, das ist Feuerflug und hat einen Starter, das ist Feuer, genau. Und ich habe einen Relaxo gefangen, yay. Und es wird dann Feuerpsycho, wieso hat er zwei Feuer-Pokémon im Team? Ich liebe Feuer-Pokémon einfach. Wer sich dafür nicht interessiert, kann mich mal lecken. Tut mir jetzt leid für die gerade eingeschaut haben und Bildungsfernsehen von mir erwarten. Bildungsfernsehen? Das macht gar keinen Sinn, weil wir sind ja im Internet. Ja, also das ist eine andere Neuerung ist, dass ja, man halt EP bekommt, wenn man Pokémon fängt. Das ist geil. Ich meine, ja, das ist geil. Ganz einfach, das ist geil. Und Mehikel erlernt. Ach, ich mag Mehikel. Mehikel ist so süß. Also, genau wie Fynx. Fynx ist so süß. Also, ich könnte das knuddeln, aber dann würde ich mir wahrscheinlich Verbrennung zutun. Ja, glaube ich schon. Und Relaxo. Jeder, der das dann machen kann. Ja, verdauen. Ja, möchte Relaxo einen Spitznamen geben? Nein. Relaxo ist ein cooler Spitzname, ich kenne keinen besseren für Relaxo. Außer Schlafmütze. Das passt wahrscheinlich nicht hin. Es kommt noch ein Trainer rein. Oh, hi. Einzelne mit der Probleme machen, die Zuschauer schalten.
Ich hör's ja schon auf ihr, seit du klein warst. Das lebt auch mein Koi-Fi-Waff. Es ist dieses Pudel-Pokémon, was man sich färben kann. Ein Pudel-Pokémon, was sich färben kann? Ja, genau. Also diese Schwankungen sind halt, ja, dass es halt ein LCD-Bildschirm ist und ja. LCD-Bildschirm und Cam und Kameralinse vertragen sich nicht so gut. Deswegen sieht das so kacke aus. Und hier diese Blüten. In die Blüten kann man übrigens auch reingehen. Da warten drin Pokémon, meist Typ Fee. Ja, Typ Fee. Für die, die es nicht wahrhaben wollen. Ja, es gibt Pokémon vom Typ Fee. Ja, ich habe noch keins gefangen. Ich habe ja erst vier, jetzt fünf gefangen. Nicht gefangen, ich habe drei. Hab da. Nee, wisst ihr, was ich meine? Ich habe halt fünf Teammitglieder. Verdammt nochmal. Vielleicht werde ich auch eins rausnehmen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wo ich denn hier lassen? Ich wollte eigentlich eins hier lassen, aber ja, will nicht. Ja, es ist ein bisschen verwackelt, weil es einfach verdammt nochmal weh tut und man sich verkrampft, wenn man das während das so aufnimmt. Ja, man sieht vielleicht im Hintergrund meine kleine dämliche Hackfresse. Genau. Verdammt, ich habe nichts mehr zu trinken. Ich habe gesagt, nicht mehr. Mann, ich habe hier nicht vorgesorgt. Ach, die habe ich unten stehen lassen. Verdammt, nochmal, jetzt muss ich noch runtergehen. Und so sieht ein Kampf gegen den Gegner aus. Man sieht den Gegner jetzt sozusagen so als Battle-Figur. Und ja, ich werfe meinen Pokéball. Wir kämpfen gegen den Farbigel. Da sind halt auch viele Pokémon dabei aus früheren Generationen. Ich frage mich, ob sie von X und Y eigentlich noch eine, also X und Y2 machen werden, weil es ist Nintendo. Also, man erwartet davon nichts anderes. Und Farbigel kann Glut und Aquaknarre und Windstoß, aber das ist mir nebensächlich. Mal guckt euch mal Psystra an. Ich meine, der greift zu einem Stock und schickt den Psystra einfach aus dem Stock raus. Das ist doch krass. Also, finde ich krass. Also. Ich finde, Rutena sieht richtig cool aus. Ich hatte zwar am Anfang Probleme damit, aber. Und jetzt guck doch mal, Glut, er hat einfach seinen Stock aus. Er zieht den Stock aus dem Arsch. Das ist jetzt mal wirklich wörtlich genommen. Also diese Redewendung. Ein Stock aus dem Arsch ziehen und der flammt. Er hat eine Fackel in der Hand und er zieht die Fackel einfach rüber und er kann Glut. Finde ich cool. Also echt, ich finde das cool. Und gehen wir weiter. Da ist noch ein Trainer, der sich im hohen Gras versteckt. Ich zeig mal beide Bildschirme. Unten sieht er jetzt halt irgendwie drahtlose Verbindung. Die werden wir wohl nie los. Hui, und ja. Also ich habe jetzt schon, glaube ich, ein Orden erreicht und von 8. Und sie haben. Ich finde das so kreativ, so Leo und Nardo. Irgendwie eine kleine Anlehnung, oder? Egal. Das ist jetzt erstmal nebensächlich. Mehikel. Und Farbigel. Übrigens habe ich gerade den 3D-Effekt aus, weil der bringt einen absolut nichts. Also man sieht wirklich keinen Unterschied zu dem ja, 2D-Effekt, außer dass es halt ein wenig noch beschissener aussieht und deswegen lasse ich ihn einfach aus. Also ja, falls ihr mehr davon so von sowas wollt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben und Antworten gebe ich euch dann irgendwie darauf. Mal sehen. Natürlich gebe ich euch Antworten darauf, ja, natürlich. Ich muss mal kurz verschnaufen, weil ich bin ein wenig erkältet. Also ich habe bin nicht wirklich erkältet, ich habe einfach bloß Hals und wenn ich Hals habe, Halsweh. Ja, obwohl Halsweh habe ich eigentlich schon seit 2, 3 Wochen und ich hier trotzdem auf und niemand merkt's.
Aber ich merke es halt und wahrscheinlich auch die, die ich daran erwähne. Ja, komme ich mal halt irgendwie zu den Projekten. War es eigentlich nur so, als wenn ich jetzt Infovideo gedacht. Nur es halt mehr als, muss es halt mehr Pokémon-Gelaber ist und weniger Info. Aber ich habe vor, mal wieder ein altes Projekt anzubringen. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das schon gewisst oder so. Ich weiß nicht, wann Evoland rauskommt, dass ich die halt nach irgendwie der übernächsten Folge auf Eis lege, weil ja, Steam will das Spiel nicht mehr anerkennen. Also, ich komme nicht mehr rein. Ich habe es bezahlt, ich komme aber nicht mehr rein. Dann muss ich mir das halt irgendwie aus einer anderen Seite besorgen oder ich muss mir nochmal kaufen oder irgendwie sowas in der Art. Und das ist nicht einfach nur doof. Also, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Und ja, Relaxo und Rutena besiegen einen Farbigel. Und übrigens, falls ihr nicht gesehen habt, es gibt dann wieder den EP-Teller und diese EP-Teller ist wieder aufgebaut, wie der damals in Rot, Kristall, Blau und sowas, dass halt alle Pokémon im Team EP bekommen. Ist eine nette alte Neuerung, eine alte Neuerung. Ey, wisst, was ich meine. Und ja, es gibt eine neue TM, nämlich Plage. Vom Typ Käfer, es hat wie Wickel. Sieht cool aus, wirklich cool. Und ja, das war's dann auch schon für heute, so gut wie. Also, so gut wie, meine ich mit so gut wie. Und ich beende den Part mit einem Blick auf das Turtok Need. Was damit auf sich hat, seht ihr vielleicht später. Also, bis dann, bis zum nächsten Mal und tschüss. Es drückt ab.